Hallo, der Marc von den Juwelis hier und beim SP Visa. Hallo. Wie gesagt, die Maske gerade runtergetan, weil wir ein Nasenpiercing stecken. Sonst geht es nicht mit Nasenpiercing mit Maske, kann man nicht machen. Grund dafür ist, ich habe eine FFP3-Maske in beide Richtungen, also nach außen und nach innen. Und das ist, deswegen können wir das auch so machen. Sonst würde es nämlich nicht gehen. Bei einer solchen Maske erfüllen wir die gesetzlichen Vorgaben bei weitem. So, dann, welche Seite willst du es denn haben? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich tendiere zu der, als wenn wir das vielleicht anhalten könnten. Und das ist irgendwie. Da kann man aber bei Tipp auf links. Rechts oder links ist schon aus, da würde er eher abstehen. Links okay. Würde kompakter Sachen sitzen. Links von mir aus gesehen. Ja. Eher auf der Seite. Aber das kann man auch probieren. Ja. Ich würde sagen, wir starten mal links. Mhm. Wenn wir links sagen, das ist perfekt, dann lassen wir es. Ja. Sonst können wir auch gerne mal rechts probieren, aber. Das ist links. Rein vom Nasenflügel von der anderen. Wie gesagt, ist auch Piercing Jungfrau. Machen wir schön, dass ich die habe, die mal, sag ich mal, noch ganz unerfahren herkommen. Weil dann hat man einfach auch mal ein anderes Feedback von den Kunden als von so Piercing-Profis, die schon 10 Stück haben. Ja, das ist immer ganz schön, wenn jemand mal zu den Piercing-Küken kommt. Ja. Wie kamst du noch mich? Eh über die Videos. Also ich habe genau im Internet einfach mal nachgeschaut und das ist natürlich cool, wenn man da irgendwie schon sehen kann, wie es abläuft. Ja, weil du halt so live wäre. Genau. So, nimm ihn mal und probier einfach ja. Mal kurz und ich gebe dir deinen Spiegel. Ja? Das haben wir natürlich schon. Ich finde ihn mega harmonisch für dich. Ich kann dich ein bisschen weiter hinten vielleicht noch sehen, dass man ihn ein bisschen zurücksetzt. Mit zu weit. Aber okay. Ich mag es, ich finde es zu gedrängt, es ist zu much. Ich gehe da vielleicht nochmal vorne. Ich will den vorne probieren, also ich. Da finde ich Körper. Das ist schön. Von der Seite sehr ausgiebig. Ja, also wenn es dich nicht schauen würde, würde ich es halt gerne auf der anderen Seite ja, noch sehen. Ja, ich lasse nach Kinder ja. Einmal machen, was man da und dann ist das perfekt. Dann brauche ich nochmal die Arbeit machen. Dann kann ich gleich schon weil der ist perfekt für das. Danke dir. Dann schauen wir einfach, ob wir das tun. Also das Kinder wird drüben abstehen, das siehst du jetzt schon. Ja, voll. Boah, sieht man, was das für einen Unterschied macht, ja. Mal, wie krass der jetzt absteht im Endeffekt. Also das ist auch schön, aber viel mehr Abstand. Ja. Und... Nein, dann auf jeden Fall links bitte. Schon, ne? Ja. Das ist da viel besser. Definitiv, ja. Ja, das ist da wirklich ganz anders, viel harmonischer, viel weicher, runder. Also das ist, das brauchen wir nicht überlegen. Aber ist oft so. Ist ein bisschen verrutscht. Also das ist sehr oft so, aber ich habe es dir vorher schon gesagt. Ich wusste ja schon vorher. Das stimmt. Hast du nur hingefasst, bitte nicht hinfassen, weil sonst muss ich nochmal Entschuldigung. Ich muss nochmal drauf. Ist egal. Es gibt nur den Spiegel weg, weil sonst fasst man wieder hin. Das ist immer so reflexartig, wenn man da hingehalten. Ja. Ich weiß nicht, nervt dich jetzt, aber ich glaube, ich würde ihn doch lieber ein bisschen weiter hinten haben. Nur ganz, ganz wenig, einen Millimeter oder so. Ein bisschen weiter zurück. Mach's nicht. Nicht? Nein. Okay. Das ist ein Scheiß. Also, der hat nicht mehr diesen Look. Okay, dann mach ich's. Lass es wirklich sehen. Ich mach's dir gerne mal hin, aber wir haben es ja gehabt. Ich will es nicht machen. Okay. Passt. Lass mal. Vertraue mir wirklich. Das wäre ein Blödsinn. Das wäre wirklich nur Blödsinn. Also, du wirst dich. Ich habe das Auge dafür, wir machen es seit 13 ich Jahren. Ich weiß, ja. Du verschlechterst dich bei sowas im Zweifel immer nur, wenn du nicht auf mich hörst. Weil ich wirklich, du siehst ja auch von einer anderen Perspektive. Ich sehe es ja von vorne, von der Seite, von schräg hinten und die Stelle ist einfach perfekt dafür. Da hast du den schönsten Output versprochen. Ich danke dir. Wenn nichts zu danken, ich sag dir die Wahrheit einfach. Ich bin ja da ehrlich. Also ich würde es, wenn ich mit meinem Punkt nicht zufrieden bin, mache ich ihn auch nochmal, aber der ist mal gut. Gut, meine Lieben, dann, Lisa, lass uns das stecken.
lehne dich einfach kurz nach hinten. Es ist, wenn du noch gar nichts hast im Bereich Piercing, schwer zu beschreiben. Es ist so wie ja, eine Mischung aus Blutabnehmen oder Impfen. Also so irgendwie ein bisschen, ja, kurzen Pieks, eine Sekunde und das war's. Ja? Also wir müssen starten. Die Augen werden dir tränen. Das kennst du auch aus meinem Video. Ja. Und dann sollte das aber alles gut gehen. Augen kurz zumachen. Ganz locker. Das war schon super. War's okay? Ja. Lass die Augen kurz zulassen. Kreislauf, alles okay? Alles gut, ja. Also eigentlich so. Voll gut. Jetzt gibt es da mal Spiegel in die Hand, aber das ist wirklich ganz genau perfekt. Und was sagst du? Nicht schlecht. Bist du happy? Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Bitte gerne. Wie gesagt, wenn du jetzt noch mehr hinten gegangen wärst, dann würde einfach dieses, kriegt er dieses Getränke nach hinten die Nase dick machen, der Optik, das ist nicht schön. Perfekt. Danke. So, wie war es denn jetzt? Wie beschreibst du das denn so als Piercing-Neuling? Also. Wie eine Impfung, wie Blut abnehmen? Wie. Gar nicht, genauso. Es fühlt sich genauso an, wie es ist. Also einfach so, als würde jemand in die Nase pieksen. Okay. Also. Aber ich habe es mir eigentlich auf jeden Fall viel Ärger vorgestellt. Also es ist eigentlich voll okay. Augen tränen stark, brauchst du einen Kleenex? Nein. Gar nicht. Keine Träne hat sie übrig für uns, aber macht ja nichts. Muss ja nicht unnötig weinen. So, Mund-Nasenschutz steht übrigens nicht. Also viele denken immer, dass ein Nasenmedizin mit Mund-Nasenschutz irgendwie ein Problem ist. Das ist nicht der Fall. Du kannst, wenn du willst, auch einen Tick nach vorne schieben. Ja. So, den einfach tragen, ganz normal drüber tun, der erfüllt seinen Zweck ganz normal, der stört dich jetzt nicht. Ja. Wichtig von der Pflege, du brauchst nicht was zum Hände waschen und Hände desinfizieren. Darf ich dich kurz einspulen? Magst du den Hemd? Was ist dir das aus? Einmal verschmeiern, verreiben, das ist ein Handhygienespray. Damit kann man sich die Hände vorher an die Bakterien sprühen. Mhm. Dann nimmst du Brontolin Spray. Okay. Brontolin Spray. Bitte einfach einen Sprüher auf die Nase drauf und in die Nase rein. Ja. Einfach einwirken lassen, 30 Sekunden, du brauchst keine Stopprolle zu, also ungefähr 30 Sekunden. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Mhm. Die Küchenrolle machst du mit dem Spray ein bisschen feucht. Ja. Und wischt außen und innen drin die Nasenbecher. Das steht auch okay. Auf dem Zettel. Ja. Zum Schluss kommt dann vorne ein Gel drauf, davon reicht ein kleiner Tropfen, wirklich wenig. Diesen Tropfen tust du außen und innen rein und bewegst den Ring hin und her. Ja. Dadurch kommt noch das Gel in den Stich. Alles klar. Ende. Also Spray, Küchenrolle nehmen, putzen, Gel drauf tun, fertig. Ja. Haare färben 6 Wochen nicht, außer wenn es beim Friseur. Okay. Aber selber nicht, weil die Farbe darf auf keinen Fall Zeit laufen. Haare waschen, duschen und Sport ist morgen erlaubt. Und Solarium darf man sauber, bitte 3 Wochen nicht. Schwimmen wie ein Spezialfall. Chlorwasser bitte nicht. Eigene Pools mit keinem Chlor oder ganz wenig Chlor kann man noch gehen, aber die öffentlichen gehen nicht. Seelenflüsse, wenn die Qualität gut ist, kein Problem. Und Seewasser und Salzwasser auch. Salzwasser und Meerwasser auch. Alles klar, ja. Passt. Dann darfst du dich wieder in die Maske schmeißen. Mhm. Danke, dass du es stecken lassen. Danke fürs Video. Gerne. Schön, dass du zufrieden warst. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir wechseln übrigens in 6 Wochen das bisschen aus, wollte ich noch sagen. Und dann machen wir ein kürzeres rein. Und nicht kürzer, Entschuldigung, ein dünneres. Okay. Die meisten Frauen wollen dünner und geringer, weil sie noch etwas schöner anliegen, noch femininer sind. Das in 6 Wochen machen wir dann einen Wechseltermin, kontrollieren wir das. Dann mache ich den noch dünner rein. Dann kriegst du den letzten 4 Stück. Sehr, sehr cool. Danke dir. Danke, danke dir. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, baba.